Hallo Schalker. Ja, hallo Schalker. Hallo Abi. Dennis. Liebe Kia Sportfreunde, willkommen zum Abi Auto Talk hier aus dem schönen Kia Sportage. Vorletzter Spieltag. Wir spielen gegen Frankfurt. Und wie ich sehe, ist der Abi auch schon bestens vorbereitet. Ein sensationelles T-Shirt. Ja. Die Ultras haben ja eine kleine Choreo vorbereitet, ne? Mit Oberrang, Unterrang, gleichfarbige T-Shirts. Du bist ja schon standesgemäß angezogen. Also da scheint schon mal alles zu stimmen. Also Dennis, das habe ich mir gestern geholt und war sehr überrascht gewesen, als ich ankam. Ich bin also hin zu einem und habe gesagt, hör mal, ich brauche ein T-Shirt. Und dann hat er gesagt, hast du deine Karte dabei? Da sage ich, nee, meine Karte nicht. Er sagt, dann kann ich dir keins geben. Ja, Abi, ich glaube, wir werden alt. Und da habe ich gedacht, scheiße, jetzt erkennt dich schon keiner mehr von den guten Jungs da. Ja. Und war lustig gewesen, weil dann kamen zwei andere, die haben gesagt, ja, na, das ist Abi, lass ihn mal, komm, der kriegt auch ein T-Shirt. Also ich habe leider meine Karte nicht dabei gehabt. Ja, das ist ja auch wieder, so ist halt wieder Geschichten, die Leben schreiben. Ja, die, ne? Jungen Leute, die wissen leider nicht mehr viel von uns. Sollten vielleicht mal wieder nachgucken ein bisschen. Ne? Ja, obwohl du mit dem Klaus, der damals das Tor geschossen hat, das musst du eigentlich alle in Gedächtnis bleiben. Ja, aber da war ich auch noch jung, sah noch jung aus. Jetzt bin reifer geworden. Früher waren wir gut schön, heute bin ich noch schön. Genau, Dennis, so ist das. Ja, Abi, aber lass uns mal zum Fußball zurückkommen. Ja. Das ist ja jetzt wieder ein Spieltag für die Schalker, so wie er in den letzten Tagen eigentlich immer war. Es geht hier um die Wurst, es geht um alles. Ja. Ne, also an sich muss her, glaube ich, genau wie wir das letztens auch gemacht haben, bis zur letzten Minute, die Jungs müssen auf dem Platz sein. Das Wunder von der Isa, wäre zwar schön gewesen, aber ich glaube, das ist leider ausgefallen. War auch, glaube ich, nicht zu erwarten. Nein. Und von daher habe ich mich eigentlich schon die ganze Woche gefragt, Abi, war das denn wirklich vom Reis dann die richtige Entscheidung, so einen Mann wie den Büter, der gelbgefährdet ist, Gelbsperren gefährdet ist, dann nochmal spielen zu lassen? Und der fehlt dann in einem heutigen wichtigen Spiel zu Hause. Ja, du hast recht. Also normalerweise hätte ich das auch nicht gemacht, aber ich war auch Außenstürmer und ich glaube, die Außenstürmer, die kriegen eigentlich am wenigsten gelbe Karten. Bülter hat sich nicht gut verhalten bei der gelben Karte. Ja? Also, da hätte er auch gar nicht hinterherlaufen müssen oder den festhalten oder zwischen die Beine gehen oder so. War Blödsinn gewesen. Wahrscheinlich hat er auch nicht mehr dran gedacht. Nur was mich da ein bisschen irritiert hat, wir waren schon 2-0 im Rückstand gewesen, dann hätte man Bülter auch schon auswechseln können. Hätte man reagieren können, ja, stimmt. Das hat er nicht gemacht. Reis hat wahrscheinlich gedacht, naja, komm, da passiert nichts. Aber so ist Fußball. Es ist der beste Stürmer, den wir haben, auf der Tribüne oben und zittert wahrscheinlich mit. Ja, so ist Fußball. Und wie heißt es so schön? Am Ende wird abgerechnet. Und wie gesagt, vorletzter Spieltag. Wir spielen gegen Frankfurt. Stuttgart spielt morgen gegen Mainz. Das heißt, wir spielen gegen die Tabellen 8. Die spielen gegen die Tabellen 9. Wie gesagt, wir müssen definitiv punkten. Und Bochum, Dennis, spielt in Hertha. Ja, in Hertha, genau. Also, wie gesagt, wenn die sich die Punkte teilen, wäre das für uns, glaube ich, eine gute Geschichte, beziehungsweise sogar, wenn Hertha gewinnt. Also egal, wie auch immer, Dennis, wir müssen gegen Frankfurt gewinnen. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir ein Riesenproblem. Und trotzdem, Dennis, ist vielleicht die Chance noch da, wenn die anderen auch verlieren sollten. Ja, ich habe doch den falschen Ansatz. Wir dürfen uns nicht auf die anderen verlassen, wir müssen uns auf uns selbst verlassen. Nein. Auf das, was wir können und auf das, was wir kämpferisch auf den Platz bringen. Wo Frankfurt eine gute Mannschaft hat, das muss man wirklich sagen. Also die sind nicht zu unterschätzen. Die haben die Lockerheit jetzt, die sind im Pokal drin. Der Trainer ist entlassen worden, quasi bis Ende der Saison. Das gibt so einen kleinen Ruck durch die Truppe und das macht dann auf einmal mehr Spaß zu trainieren. Das ist alles locker. Der Druck ist weg. Und man hat gesehen, Mainz haben sie gleich zu Hause weggetan. Also Hut ab. Ja. Da muss man aufpassen, dass wir da nicht ins offene Messer laufen. Ja, die einen spielen gut ohne Druck und wir spielen, glaube ich, nur gut unter Druck. Ja, das kann sein. Wir haben wirklich den Druck ja in den letzten Spieltagen für uns wirklich sehr, sehr hoch. Ja. Ja, also, spielerisch brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht drüber unterhalten. Es muss ein Sieg her. Leute, wieder, ich kann nur sagen, durch Kampf zum Sieg. Ihr habt letztens gezeigt, es geht. Ihr müsst bis zur 90. bis zur 110. Minute auf dem Platz bleiben. Oh, da kann ich mich auch noch. Hör mal, wir haben das späteste in der Bundesliga geschossene Tor geschossen. Ja, also in der 102. Minute. Das ist Rekord. Rekord, ja, dann sollen sie es heute auch machen. Egal wie. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wie du schon gerade sagtest, du
musst heute kämpfen, kratzen, beißen. Heute muss alles drin sein. Ja. Unsere Jungs machen ja sowieso im Stadion schon alles. Man sieht ja, was sie, die verkaufen T-Shirts, sie machen alles. Und die machen alles rebellisch. Und das ist ja auch super, da muss ich wirklich sagen. Also auch wenn ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, einen zu kriegen. Aber man muss doch wirklich sagen, die machen alles. Und wenn, ja, wenn wir ja so immer mal durchgefahren sind gestern, das war schon klasse, wie viele Menschen da hinkommen, um sich so ein T-Shirt zu kaufen. Ja, ja gut, Abi, wir sind jetzt auch im Stadion, an der Arena. Hör mal, wolltest du was tippen, Ergebnis? Oder? Also ich würde sagen 1-0 für uns. Ja, einmal. Dann hoffen wir mal, dass du recht hast und recht behältst. Ja. Wir brauchen definitiv die 3 Punkte. Von in diesem Sinne, Schalke, ich wünsche euch ein schönes Spiel. Ja, Jungs, haltet aus und drückt die Daumen und schreit, was die Kehle heilt. Genau. Und von in diesem Sinne, nur der S04. Glück auf, Kameraden. Ciao. Ciao.